In den letzten Wochen kursierten zahlreiche Verschwörungstheorien über den Aufenthaltsort von Herzogin Kate nach ihrer Bauchoperation im Januar. Der Kensington-Palast hat nun offiziell Stellung bezogen, um die Spekulationen aufzuhalten. Ein Sprecher erklärte gegenüber Page Six: Der Kensington-Palast hat im Januar klargestellt, wie lange die Genesung der Prinzessin dauern wird und dass wir nur wichtige Updates geben werden. Dieser Hinweis bleibt bestehen. Zudem wurde mitgeteilt, dass es Kate gut geht. Während sich die Herzogin weiterhin erholt, hat Prinz William seine öffentlichen Pflichten wieder aufgenommen, löste jedoch erneut Besorgnis aus, als er eine königliche Verpflichtung aus persönlichen Gründen absagte. Der Palast versicherte jedoch, dass die Prinzessin sich wohlfühle. Die Prinzessin von Wales wurde seit dem Weihnachtstag nicht mehr gesehen, was zu wilden Spekulationen im Internet führte. Zum Zeitpunkt ihrer Operation bestätigte der Kensington-Palast, dass die Mutter von drei Kindern bis zu 2 Wochen im Krankenhaus bleiben und ihre öffentlichen Pflichten voraussichtlich erst um Ostern wieder aufnehmen würde. Überraschenderweise wussten selbst Kates engste Berater nichts von ihrer geplanten Operation